Ja, hallöchen, herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Informationsvideo. Als allererstes möchte ich mich mal dafür bedanken, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Soll heißen, dass die Abozahlen immer weiter steigen. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich nochmal einen Blick riskiert. Wir sind bei 997 Abonnenten. Das zeigt mir mein Dashboard an, das ist, kann aber ein bisschen von euren Zahlen abweichen. Also nicht wundern. Und wir sind also auf der Road to 1000. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt eine Information loswerden. Und zwar betrifft das so die ganzen, meine persönlichen Aktivitäten in den nächsten Wochen. Ja, bei mir steht jetzt Urlaub an und danach auch noch eine kleine OP. Da werde ich operiert. Ist jetzt nichts Bedrohliches, muss man sich jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hier das Schlimmste denken. Also ist ein Routine-Eingriff, muss aber halt gemacht werden, bevor es halt was Schlimmes wird. Ich gehe da selber ganz locker an die Sache ran, also braucht sich von euch da auch keiner Sorgen machen. Ist natürlich schwierig jetzt gleich, das fängt gleich nach dem Urlaub, hängt das mit dran. Ja, mit meinen Aktivitäten. Normalerweise eine Woche kann ich immer überbrücken durch, den ich was vorproduziere. Jetzt sind es 2 Wochen schon geworden. So, also müsste ich 2 Wochen vorproduzieren. Was hat der Don gemacht? Er hat 2 Wochen vorproduziert. Ja, also wenn ich mir meinen Terminkalender hier angucke, bis 11. November sind Folgen auf YouTube. Ja, und das heute zum 28.10. Das ist schon heftig. Ja, natürlich weiß ich nicht, wie es danach weitergeht. Ja, ob ich mich dann schon so fühle, dass ich da wieder aufnehmen kann oder wie das da ausschaut. Aber Fakt ist eines, könnt ihr euch vielleicht immer so im Hinterkopf merken. Ich werde es auch in die Kanalinfo schreiben, dass die Folge oder dass man ab 13. November mit Folgenausfall rechnen muss. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dass man natürlich jetzt die nächsten 2 Wochen auch von mir nicht allzu viel hört oder liest, gerade jetzt bei den Kommentaren, was das angeht. Ich lese mir grundsätzlich alle Kommentare durch. Grundsätzlich. Das könnt ihr euch schon mal einprägen, das könnt ihr euch merken. Ja, in Situationen wie jetzt, wo es vielleicht zeitlich bei mir nicht so hinhaut, da kann es auch mal passieren, dass es 2 oder 3 Tage dauert, bis ich auf die Kommentare eingehe. Es kann auch sein, dass ich bis dahin so viel angehäuft hat, dass ich nicht jeden Kommentar beantworte. Ja, das kann aber sein. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass ich sie mir nicht durchlese. Also ich verspreche euch, ich lese jeden Kommentar durch. Das habe ich auch vor, wann war das, September irgendwann, wo wir 2 Wochen Urlaub hatten oder 3, waren das Ganze umgehabt, da habe ich mir trotzdem die Kommentare durchgelesen. Also braucht keine Angst haben, dass ich dann hier, dass mir das alles dann auf einmal scheißegal ist oder so. Auch Mod-Vorschläge und so, nehme ich mir alles an. Das Buch hier ist übrigens eine heilige Bibel, ne? da steht alles drin. Hier steht alles drin, hier steht wirklich alles drin, was wir gemacht haben. Kann ich euch sogar genau sagen, wo wir im Januar geladen haben, im ETS-2 und alles. Das ist die heilige Bibel für mich. Da habe ich auch immer dabei. So, da will ich es eigentlich künstlich in die Länge ziehen, weil ich muss auch gleich los. Das Video wurde am 28.10. auch aufgenommen. Ich versuche es heute auch noch rauszuhauen. Viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Ich halte die Ohren steif, ich beobachte euch, auch wenn, wie gesagt, ich nicht sehr viel mache jetzt in den nächsten 14 Tagen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, falsch und rechts, grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.